Einen wunderschönen guten Tag. Ein neues Spiel, ein neues Glück. Mal gucken, angespielt, mal gucken, ich weiß nicht, ob ich es weiterspiele oder nicht. Offline spielen, offline, Scharmützel spielen, okay. Feuerwache betreten. Na, dann wollen wir mal versuchen. So. Entschuldigung, ich kann leider nicht auf Pause schalten. Wir betreten jetzt die Feuerwache der Ghostbusters. Mal gucken, ich weiß noch nicht, was mich erwartet. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal kurz testen. Okay, super. Gehen wir in die Einstellung mit rein. Hey, hey. Grafik. Auflösung, bla 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 bla. Gamma, Delta, sonst was alles. Ja, wir lassen das aber mal so und machen weiter. Steuerung. Etwas schwerfällig. Ich muss hier ordentlich. Ihr drehen wie ein Bekloppter, deswegen gehe ich mal in die Steuerung rein. Gibt es so eine Art. So. Ja, Standard, wa? Tastatur. Gibt es irgendwie so eine Art für die Maus einen Regler? Empfindlichkeit? Nö. Okay, dann wollen wir mal. F, dann gehen wir mal hier rein. Gucken mal. Outfit, Körperbau. Erstmal hier. Wir können ihn eigentlich so lassen, außer wir können mal schauen, was haben wir denn hier noch alles. Wir haben eigentlich nur zwei. Die Stimme ist eigentlich egal. Rocky. Mama mal Kit. Shirt, Aufhänger, da. Mal gucken, was haben wir denn hier alles? So, nehm ich mal den hier. Sieht aus wie so ein Kfz-Mechaniker. Unterteile. Ich hoffe, der hat eine Hose an. Weil das möchte ich jetzt nicht unbedingt sehen. Ne, wenn der sich bückt, möchte ich da nicht irgendwas sehen. So. Sieht alles gleich aus. Sieht alles gleich aus. Oberteil. So, das sieht dann eher so aus wie bei Police Academy, der Typ. Ihr wisst, was ich meine. So, ich nehme das hier. Okay, dann haben wir das. Ach, war da noch mehr? Zubehör? Brille, ach, das ist jetzt alles unnötig. Da ist jemand. F. Okay. Ich kann das Gespräch leider nicht, beenden oder abbrechen. Auftrag finden. Wo ist denn unsere junge, hübsche Katastrophenassistentin? So. Ich habe übrigens noch keinen Namen, den V-Namen. Gut, du quatschst mir einfach zu viel. Ich will jetzt eigentlich nur einen Auftrag haben. So. Okay, Privatparty. Hier. Auftrag starten. Ja, bereit machen. Gut. Jetzt geht's von alleine los. Ich habe keine Ahnung. Ich werde bestimmt sehr viel Mist bauen. Bei mir werden sich wahrscheinlich die Geister wohlfühlen, weil sie erstmal Party machen können, weil ich keine Ahnung habe, wie überhaupt das funktioniert. Wer sind denn die alle? Die Grafik ist auf jeden Fall schon mal etwas oldschool. Da, die haben es wahrscheinlich gegen Jüngere ersetzt, wa?
Der Rechner ist eigentlich viel zu stark für das Spiel. Warum hängt das Spiel? Die Mausempfindlichkeit ist ein Kotzen. So. Okay, wir vernichten die Geister und fangen sie gar nicht erst ein. Krass. Gebäudespuk. Okay. Dann nehme ich die mal. Hilfe? Ist hier eine Hilfe? Hier wird irgendwie Hilfe gerufen. Aber hier ist er ja nicht. Ich gehe mal am besten hoch. Genau, da ist nicht. Hier soll irgendwo was sein. Da eine Hilfe. Dann gehen wir mal hier lang, wa? Geister. Da ist ein Geist. Da oben ist er. Gras. Ich krieg dich. Vollgeschleimt. Ist ja ekelhaft. Ich halt F gedrückt. Was passiert denn jetzt mit mir? Dankeschön. Wow. Ey, das war mal ein brutaler Geist, oder? Das war mal echt ein brutaler Geist. Da ist auf jeden Fall noch etwas. Na, kriegen wir den? Also, ja, auf jeden Fall im Team. Geist kriegen wir den auf jeden Fall, wa? Jetzt muss ich wieder warten, bis meine Waffe wieder ein bisschen aufgepumpt ist. Die überhitzt sich so ein bisschen. Ja, ich warte das mal. Also Achtung, 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 meine Waffe. Ihr seht schon, meine Waffe auf der rechten Seite, die ist nicht gerade. Ja, ich kann nicht machen. Ich kann nicht machen. So. Krass. Das ist ja nicht mehr normal. Also was hier so rumspukt. Ich hätte euch vor, es gibt wirklich, es gäbe wirklich Geister. Es gibt bestimmt Geister. Also ehrlich gesagt, es gibt im Universum nichts, was es nicht geben kann. Es gibt auch Sachen, die physikalisch eigentlich total nicht zusammenpassen und nicht in der Regel funktionieren. Und es geht doch. Deswegen glaube ich schon, dass es sowas gibt, aber nicht in diesem Umfang hier.
Okay. So. So. Ah, diese Waffe muss irgendwie besser werden. Diese Waffe, die gibt jetzt so schnell den Geist auf. Wir sind jetzt bei 25%. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ist das brutal. Da. Naja, der ist betäubt. Also hier einige Geister zu bekommen, das ist echt schwierig, oder? Aber das ist immer echt cool. Also Ghostbusters, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, von dieser alten, ich sag jetzt mal, Billig-Grafik, dass man doch hier so ein bisschen abgehen kann in diesem Spiel. Also ich finde das nicht so schlecht. Könnte ruhig ein bisschen mehr sein, bessere Grafik. Die Waffe könnte länger durchhalten. Es sind so Kleinigkeiten, aber es ist ja einfach, wie gesagt, ein altes Spiel. Und da kann man jetzt nicht so viel verlangen. So, Zivilist geflohen. Ja, aber wo sind sie denn? Da. Komm, halte doch mal drauf, also ehrlich. Haltet doch mal drauf, da. Meine Güte. Da kommt nicht mal an einen Stuhl vorbei. So. Nö, da war er nicht. Jetzt sind wir zumindest bei 42% der Geister. Wie es hier spukt. Aber wir sind ja, wir haben noch die 100% noch gar nicht erreicht. Ist der schnell? Mir auch. Gut, wir machen hier mehr Schaden, als wir eigentlich retten können. Aber schaut euch mal die Dinosaurier an. Jetzt ist er nicht mehr so hübsch, aber ist doch egal. Hauptsache, du auch? Beruhigen. Aber ich tue mal hier ein bisschen was Psychologisches. So, so, so. Gut. Da ist noch was. So, jetzt muss ich mal wieder Pause machen. Okay. Wie mache ich denn das? Ach du Scheiße.
Ich wollte dir gerade helfen, aber da hat der eine mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich kümmere mich um den hier mal. Ey, die mit ihren Schleimfallen. Geist und Falle gelockt. Krass. Kann ich eigentlich auch sterben? Weiß ich gar nicht. Ich weiß bloß, dass der Geisterwirt hier mal erledigt werden muss. Ist ein Riss wahrscheinlich, wo dann die Geister durchkommen. Der muss geschlossen werden. So. Voll geschleimt. Oh Gottes Willen. Okay, dann halte ich mal wieder F. Dann lasse ich mich mal ein bisschen retten. Gut. Okay, dann haben wir das auch schon geschafft. Oh, danke schön. Du hast eine Falle gefunden und ja, jetzt hast du die Falle aufgenommen. Die müssen ordentlich sauber machen. Das ist ja echt nicht mehr normal. Das sieht ja echt schlimm aus hier. Da müssen die Putzkräfte echt ran. So, ich gehe mal von hier oben. Ich höre was. So, da ist er. So, keine Lust mehr. Okay, das ist doch super. Fang den Geist. Okay. Okay, noch weiter? Nö, hier ist nicht weiter. Hier eventuell was, aber ich finde hier nicht mehr. Fang den Geist. Dann gehe ich mal wieder in die Hauptteile rein. Mal gucken, vielleicht ist da ja wieder was. So. Da ist er. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na komm. Entlade ich, damit ich dich hier voll machen kann. So, ah, der ist aber stark. So. Was ist jetzt? Haben wir jetzt die Mission geschafft? Haben wir es nicht geschafft? Ist sie fehlgeschlagen? Ist sie gelungen? Ich tauche hier schon wieder auf und hier ist nichts. Das war auf jeden Fall eine ordentliche Mission. E. Wenn wir jetzt hier nochmal drauf gehen, Auftrag finden. Private Party. Nee, das ist immer noch das Gleiche. Wir können das immer wieder wiederholen. Wir haben hier verschiedene Orte, wo wir dann Aufträge machen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein Ge Gefängnis. Auch da sind bestimmt böse Menschen drin. Ja, auf jeden Fall haben wir hier so ein bisschen was, wo wir hier was machen können. Ich gehe jetzt nochmal hier durch diese Dings. Hier ist zum Beispiel, dann kommen die Geister hier rein. Hier wird mir versperrt, hier kommen auch Geister rein. Stellt euch mal vor, hier wäre Stromausfall. Dann würden die Geister alle wieder rauskommen. Ja. In der heutigen Zeit könnte es sogar passieren, wenn sie uns den ganzen Strom abnehmen. So. Frauen sind ja sowieso nur Kerle, bis auf eine Frau, die muss ganz schön, ja, die muss gut was können, wenn sie die
Ich sag jetzt nicht mehr. Okay, dann sind hier so eine Art XP, die man hier erstellen kann. Hier ist dann so der Pausenraum in der Feuerwache, wo es sich dann hier vergnügen können. Ist das, was ist das? Ich kann auch spielen. Das ist so der Elektronikraum. Ausrüstung personalisieren. Du könntest mal die Ausrüstung mal ein bisschen verstärken. Ausrüstung, ah, da ist die Werkbank, okay. Und jetzt sind wir wieder unten angelangt beim Auto und jetzt ist das alles wieder hübsch. Wo sind wir denn jetzt hier? Können wir uns hier was angucken? Ray. Wir wissen ja alle, wer Ray ist. Sieht ein bisschen anders aus, wa? Du bist nicht Ray. Der Schauspieler sieht komplett anders aus. Das ist jetzt das hier. Da kann man jetzt zum Beispiel hier ein bisschen rumlaufen, wa? Hier kommt man nicht raus. Das ist jetzt seine private Ecke. Auf der Couch schläft er, weil sie haben doch nicht mal eine Toilette. Die kacken wahrscheinlich auf dem Fußboden. Hier kann man üben. So. Hier ist auch noch mal eine Werkbank. Also ihr könnt da so einiges machen, wa? Cool, plus eins. Cool. Das müsste bloß immer noch plus eins drin stehen. Also Ghostbusters, das ist ein interessantes Spiel. Hier kann man so mal ein bisschen spaßenshalber immer ein paar Missionen machen. Und dann hat man so sein, ja. Hat man so seinen Spaß. Mal gucken, vielleicht mache ich auch einige Missionen. Und werde mal schauen, wie das so funktioniert. Ich habe noch keine Ahnung. Na, ich bin immer noch bei Grounded drin und dann muss man mal gucken, wie, ob ich das mache oder nicht mache. Deswegen verabschiede ich mich erstmal und erstmal danke fürs Zuschauen und wenn euch das gefallen hat, macht doch einfach ein Abo, wenn ihr noch mehr sehen möchtet. Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.